Spielzeug-Dreams-Freunde, schön, dass ihr da seid. Heute kommen alle Fast and Furious-Fans auf ihre Kosten. Wie ihr wisst, wir haben einige Modelle, vor allem auch altertümliche Modelle, und die wollen wir euch heute im Kurzformat zeigen. Ich schwenke jetzt die Kamera um, beziehungsweise drehe die Kamera und sage zu dem einen oder anderen Set eine Kleinigkeit, ja? Viel Spaß mit den Bildern, macht's gut, bis gleich. Ja, dieses Lego-Set mit der Nummer 4211 mit dem Dodge Charger sollte jedem Fast and Furious Fan bekannt sein. Dann gibt es hier ältere Modelle aus den Fast and Furious Filmen, aber auch die ganzen Filme sollten natürlich nicht fehlen. Das ist selbstverständlich. Was haben wir hier drüben in der Vitrine? Diese Vitrine werden wir heute mal für euch öffnen, damit die Spiegelung etwas weniger ist. Hier in dieser Vitrine seht ihr aus dem Hause Yara Toys, von der Marke Yara Toys, seht ihr die Filmszenen mit den Modellautos nachgestellt. Hier der Supra gegen den Dodge Charger in dem Rennen. Ich glaube, die Szene sollte jedem bekannt sein. Dodge Charger als verchromtes Modell und hier auch nochmal der Supra und der Charger aus der Filmszene. Viele, viele weitere Modelle von Yara Toys findet ihr hier in der Vitrine. Auch da ein paar kurze Bilder, damit ihr euch vorstellen könnt, welche Modelle hier alle so vorhanden sind. Ich würde sagen, wir gehen rüber zur nächsten Vitrine. Hier in der nächsten Vitrine, auch die kommen für euch, mache ich die doch mal glatt auf, wenn sie dann aufgehen würde. So, sie geht aber auf. Was haben wir hier? Den wunderbaren Toyota Supra 1995er im Maßstab 1:18, Mitsubishi Eclipse. Wie spricht man es aus? Mitsubishi, naja, Mitsubishi 1995, ihr könnt es besser aussprechen, ich bin darin nicht so gut. Das sind hier alles Modelle vom Hersteller Ertl. Wie spricht man das aus? E-R-T-L, Ertl. Naja, auch hier haben wir einen Dodge Charger, Dodge Viper. Und hier sind auch noch ein paar Modelle. Ihr seht, auch hier ist genug Fast and Furious vorhanden. Dann gehen wir hier rüber, mal zu der Vitrine. Auch die möchte ich mal im Schnellformat für euch öffnen. Hoffe, dass ihr da auch einen kleinen Einblick bekommt. Klack. Vom Abschleppwagen, der hier oben steht, bis auch da wieder kleinere Modelle im Maßstab, glaube ich, 1:64 oder 1:55, weiß ich jetzt gar nicht so genau, bis hin zu diesen ganzen Modellen, ist eigentlich sehr viel aus den ganzen ersten Filmen zu finden. Selbst der große, große, große LKW, ja, aus dem Film Peterbilt Modell 387 Hauler, auch der ist bei uns vorhanden. Wir hoffen, die Bilder von den Fast and Furious Modellen haben euch gefallen. Lasst dem Video einen Daumen nach oben da, abonniert, und dann würden wir uns freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, Freunde!